Jetzt hören wir hier richtig schön die Gümpelspitze. Nein. Ah ja, Pulver hier. Komplette Hang, den man jetzt hier sieht, fährt man dann ab. Aber eins ist sicher, hier lernt man spitz kehren. Oben läuft es gerade schön auf dem Grat oben. Ausstieg zum Gipfel. Man erkennt den Gipfel. Also willkommen bei dem Video heute. Servus. Wir haben heute vor, dass wir die Gümpelspitze Grünhornrunde machen. Das heißt, wir gehen auf Gümpelspitze, überschreitet die dann quasi, fahrt hinter durch den sogenannten Häfer ab und gehen dann, steigen dann wieder auf das Grünhorn und fahren entsprechend wieder ab. Die Tour hat ungefähr 1500 Höhenmeter und heute wird ein gigantischer Tag. Die Sonne guckt schon raus, heute gibt es Kaiserwetter. Wir starten den Tourgeierparkplatz in Bad im kleinen Walsertal. Und ganz wichtig, direkt am Parkplatz hier zur Brücke, diese überqueren wir nicht, sondern wir gehen erst ein bisschen rechts, ungefähr 100 Meter am Dach rechts entlang und gehen dann über die Brücke und ab dann ist eigentlich nur zu verfehlen. Man sieht es hier vorne, da sind auch noch ein paar mehr Tourgeier unterwegs wie mir. Ist jetzt erst Viertel nach sieben. Also, allein sein braucht man nie. So, von dahinter kommen wir jetzt her. Und dann ist es ganz wichtig, wenn der herkommt, dann geht es jetzt hier, da sieht man die Leute, geht es hier vom Bach. Und dann schlussendlich da hoch. Mal gucken, jetzt aktuell ein bisschen wenig Schnee, aber es wird schon gehen. Ja, bisher die Wegfindung echt einfach. Es geht immer im Tal entlang und einige Ämter noch unterwegs. Ich glaube, dass die meisten nur die Gümpelspitze machen. Ja, die Tour, die wir machen, ist da nicht so bekannt. Und schauen wir mal, die Leute uns dann noch nachher bei der Überschreitung begegnen. Oh, nach wie geiles Wetter hier. Mega, super genial. Jetzt hier ein paar Spitzkehrer hoch und dann kommen wir ins Sperrenjoch. Dann nehmen wir mal die Gümpelspitze in Angriff. Aber es geht jetzt noch ein bisschen. Hier sieht man jetzt super Stereo. Da müssen wir hoch und da dahinter liegt dann die Gümpelspitze. Also Stereo sieht nach einer super Abfahrt aus. Wer die Tour als Überschreitung machen will, sondern gleich wieder abfahren. Es lohnt sich. Da drüben ist der Widerstein. 2500 Meter hoch. Kann man auch Skitour machen, ja, da geht es auf der anderen Seite, also von uns aus hinten geht es steil hoch und wird durchaus als Skitour gemacht. Also hier macht man tatsächlich, Pulverschnee ist natürlich kein, aber es geht schon mal in die Richtung. Also hier hat es definitiv halt nochmal richtig gut gelegt die letzten Tage. Das ist gut. Jetzt haben wir hier richtig schön die Gümpelspitze.
Das ist jetzt der typische Blick, den man sieht, auf Bilder, den Tourenführer. Eine Traumabfahrt. Ja, richtig schöne Schwünge drin. Und da geht es jetzt hoch. Und wir werden dann die Abfahrt aber nicht nehmen, sondern praktisch hinter dem Kamm der Abfahrer. Wir sind jetzt hier am Gipfelhang von der Güntherspitze. Jetzt geht es hier dann den Spitzkehrer hoch und dann gleich eine Linkskurve, dann hier auf den Gipfel. Das sieht echt traumhaft aus. Ein toller Hang. Im oberen Teil sieht man jetzt hier, da ist es ein bisschen steiler. Und da muss man nochmal aufpassen, aber ist eine schöne Querung drin. Topwärts! So, wenn wir den Hang oben sind, dann geht es ums Eck rum. Und dann ist da oben schon das Gipfelkreuz in Sicht. Von unserer Güntherspitze. Von der Güntherspitze gibt es dann zwei Möglichkeiten abzufahren. Wenn wir so im Aufstieg sind, wollen wir hier direkt hier runter. Und den Berg, wo man hier seht, der trennt die beiden Täler. Wir sind jetzt links davon aufgestiegen. Man kann aber auch von uns aus sehr rechts aussteigen bzw. jetzt den Abfahren nachher. Aber mir überschreitet es ja praktisch oben dann von uns aus sehr nach rechts. So, jetzt laufen wir gerade den schönen Gipfel gerade noch rüber zum Gipfelkreuz. Und da sind wir ja von aussteigen und den Eck rüberkommen. Und hier gucken wir uns dann gleich mal an, wie unsere Runde weitergeht. Ich sehe nämlich schon unsere Abfahrt. Naja, ist mehr ein Wegweiser wie ein Gipfelkreuz, aber hier ganz klein. So geil, Ruben. Wir haben vor, hier rüber, dann da in dieses Joch. Und dann sieht man hier schon ein paar Spuren abzufahren und dann da drüben, ja, wo ist mein Finger da, da drüben dann noch aufs Grünhorn. Ganz dahinter, da, ist der Helikopf. Dann davor ist Steinmandel, die Tour habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und hier, was natürlich ganz ins Auge sticht, ist der hohe Ifen mit den steilen Felsabbrüchen. Gut wird, hatte ich schon gedacht, aber so blauer Himmel ist natürlich ein Traum. Pulverhefen! Leck mich warm! Die Abfahrt dann. Geil! Wir haben die Wahnsinnsabfahrt gehabt. Ja, es war ein Pulver, als ob es gestern geschneit hätte. Echt Wahnsinn. Hätte man beide nicht erwartet. Also hier hat man echt Pulverschneegarantie und es ist echt jetzt so, dass das, also die Modeltür hört bei der Güntherspitze auf und hier ist dann wirklich, also natürlich war da Spuren drin, aber jetzt nicht unendlich viele. Ja. Also man hat echt immer noch was gefunden, wo ungerührt war. Wir sehen jetzt hier eine Spur, die jetzt
da ist die Spur und da geht es jetzt dann hier hoch und oben auf dem Grat dann aus Grünhorn. Hier sieht man jetzt nochmal die Abfahrt. Da oben ist Gündelspitze und der komplette Hang, den man jetzt hier sieht, fährt man dann ab. Also hier sind Spitzkehrer ohne Ende, hier geht es echt steil hoch. Das ist so der Teil, ja, warum man sich überlegen muss, ob man hier bei einem Dreier geht, Lawinengefahrenstufe. Wir haben uns ja letztes Mal dagegen entschieden, jetzt haben wir einen Zweier. Und deshalb kann man es guten Gewissens machen. Aber eins ist sicher, hier lernt man Spitzkehren. Für die Mutterseele allein ein Ausstieg zum Grünhorn. Toll, unberührt alles. Und da unten im Tal ist Schoppernau. Also da gibt es eine Variante, haben wir vorher welche getroffen, die da abfahren und dann mit dem Bus entsprechend weitergehen. Wir sind jetzt am Start durch ankommen. Hier sehen wir es. Und da ist jetzt auch schon das Grün noch eingeschrieben. Wir laufen eigentlich auf anderen Weg, so wie es aussieht, unterwegs. Und jetzt geht es da hoch. Und dann werden wir nachher da drüben, ja, da dann abfahren. Oben läuft jetzt gerade schön auf dem Grat oben. Und jetzt geht es weiter. Und da oben ist der Gipfel, da stehen schon zwei Leute. Schauen wir es gleich schaffen. Ausstieg zum Gipfel. Man erkennt den Gipfel und der Menge der Leute. Ja, die meisten sind jetzt einfach nur anderweitig aufgestiegen. Deshalb haben wir niemanden getroffen und trotzdem sind viele Leute da. Aber schön, Gipfelkreuz haben wir nochmal tolles. Im Gegensatz zu der Gündelspitze. Ja, wir sind oben im Grünhorn. Und da unten sieht man jetzt Schwarzwasserhütte. Wenn man jetzt darüber geht, im Grat entlang, ist ein Steinmantel, wo wir auch schon waren, in letzter Tour. Verlinke ich mal euch das Video oben. Und hier ist der Helikopf und da drüben klar der Ifen. Und von da drüben von der Gütelspitze sind wir gekommen. Und da sieht man wieder unsere Abfahrt. Kann ich genug davon träumen. Gell? So, dann fahren wir ab. Also hier geht es, wie man sieht, eher unspaßig hier durchs Gestrüpp. Also das ist wirklich anstrengend und macht auch keinen Spaß. Ich hoffe, dass unten noch mal ein bisschen besser wird. Ja, aber hier gibt es eigentlich nur Rutsche. Und jetzt haben wir das Liebling geschafft und jetzt geht es hier hinweg. Ja, bis zum Auto. Da wird's. Sollen wir mal laufen lassen, hä? Und jetzt geht es hier so das Tal noch voll ins Raus und dann melden wir uns nochmal im Fazit nachher beim Auto. Bis gleich. Wir melden uns zurück mit dem Fazit und ich fand die Tour richtig klasse. Wir sind heute Morgen um kurz nach 7 losgelaufen, waren jetzt um 1 wieder da, das heißt wir haben knapp 6 Stunden gebraucht inklusive Pause, waren jetzt stark 1500 Höhenmeter und 15 Kilometer um 9. Waren wir auf der Gündelspitze und um 11:30 waren wir auf dem Grünhorn. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Die Abfahrt, aber ich glaube, das habt ihr im Video schon mitgekriegt, von der Gündelspitze, die war der Wahnsinn, richtig pulverig. Der Ausstieg dann zum Grünhorn war auch schön, ja, da war niemand mehr unterwegs, also sprich dann eine einsame Tour nach der Gündelspitze. Und die Abfahrt dann vom Grünhorn, die war anfangs auch wirklich super. Danach
man sieht es im Video, geht es nochmal ein bisschen durch Gebüsch. Das macht jetzt weniger Spaß. Was toll ist, dass man wirklich im Tal komplett durchfahren kann. Man muss jetzt nicht großartig anschieben und kommt dann wieder bis zum Parkplatz hier in Bad. Es lohnt sich wirklich, die Tour zu machen, Ruhn. Was meinst du? Ja, also ich fand es auch eine super schöne Tour. Sehr kompakt und ja, zwei schöne Gipfel mitgemacht. Traumwetter haben wir gehabt, das war natürlich heute super. Das war der Wahnsinn. Das war echt gut und trotz April haben wir noch wahnsinnig guter Schnee gehabt. Hat richtig Spaß gemacht. Super Tour.